Etwas gediegenere Kleidung. Ich gehe ja kaum noch in Kneipen. Ich gehe fast nur noch in Konditoreien. Ja, ich möchte auch mal wieder zu den Jüngsten im Raum gehören. Merken Sie, der dauert immer. Nicht? Der arbeitet sich meistens von hinten nach vorne. Nicht? Hier war er noch nicht, jetzt ist er. Nein, dann ist ja so, in Kneipen gibt es ja zwei Arten Publikum. Nicht? Die eine Hälfte besäuft sich, die andere muss sie nach Hause fahren. Und dann diese Mischung aus zu lauter Musik, Alkoholmissbrauch, dem Anblick potenzieller Sexualpartner, der Gewissheit, dass man nicht rankommt, das schafft so eine aggressive Atmosphäre, die mir nicht mehr gefällt. Das ist in Konditoreien nicht. Nein, da hören Sie keinen Satz wie, was glotzt du so blöd? Willst du das auf die Fresse? Nie. Sie werden auch nicht von hinten gerammt, wenn Sie gerade das Glas am Hals haben. Ne? Mann. Sie kriegen keinen Dartpfeil in den Hinterkopf, weil eine fehlgeleitete Hausfrau glaubt, an den Freizeitaktivitäten des neuen Partners teilnehmen zu müssen. Nichts. Es ist einfach nur friedlich. Man sitzt da und isst Kuchen. Kuchen macht glücklich. Ja, Süßigkeiten enthalten Glücksbotenstoffe. Frikadellen nicht. Kuchen macht glücklich und dick. Und das ist auch gut so, denn die Wissenschaft ist sich ja keineswegs einig darüber, ob wir eine globale Erwärmung erwarten oder nicht vielleicht doch eine neue Eiszeit. Und wenn wir eine neue Eiszeit kriegen, dann liegen wir Molligen aber ganz weit vorne. Ja? Ich sage nur Titanic. Sie haben alle den Film gesehen. Der kleine, dünne Leonardo, tot. Erfroren. Die dicke Kate Winslet, über 100 ist sie geworden. So sieht's doch aus. So, jetzt möchte ich Ihnen einen lieben Freund vorstellen. Er ist ein bisschen dünn, aber es macht nichts. Wunderbarer Mensch, großartiger Musiker, mein langjähriger Orchesterleiter, Chefdirigent, erster Geiger, Hofkomponist, Musical Director, Mario Hede! Ja, er ist für mich viel mehr als ein Freund. Im Grunde ist er eine Art Ehefrau. Zumindest von der Kostenseite her. Habe aber diesmal wieder Unsummen in diesen technischen Scheiß gepumpt, aber was soll's. Ja, dafür muss ich jetzt deine alten Hemden auftragen. Ja, weil das Rote Kreuz die Sachen nicht wollte, das habe ich dir erklärt. So, das erste Lied haben wir lange nicht gespielt. Wie lange haben wir das nicht gespielt? 24 Stunden. Es handelt von der Freundschaft. Ich suche immer neue Freunde, denn das ist das Tollste auf der Welt. Ein Freund und noch ein neuer Freund. Freundschaft ist das Einzige, was zählt. Haben Sie schon mal meine Frau gebumst? Hab ich meinen Chef gefragt. Er wirkte ein bisschen irritiert und hat, nein, wie kommen Sie denn darauf, gesagt. Und da hab ich nur gemeint, sollten Sie aber, viel besser als Ihre. Und zack, hab ich wieder neuen Freund. Ich suche immer neue Freunde, denn das ist das Tollste auf der Welt. Ein Freund und noch ein neuer Freund. Freundschaft ist das Einzige, was zählt. Kennen Sie den Unterschied zwischen mir und einem Schneemann? Hab ich meinen neuen Chef gefragt. Der schien ehrlich interessiert und hat, nein, lass es mal hören, gesagt. Und da hab ich nur gemeint, den Schneemann können Sie nur im Winter am Arsch lecken. Ha ha!
und zack, hat dich wieder neuen Freund. Ich suche immer neue Freunde, denn das ist das Tollste auf der Welt. Ein Freund und noch ein neuer Freund. Freundschaft ist das Einzige, was zählt. Dankeschön. Sie werden feststellen, ich habe für jeden Themenkreis eine eigene Herrenoberbekleidung. Dieses englische Kordmodell mit den aufgesetzten Denkerflicken ist für Geistes- und Naturwissenschaften. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Philosophie an. Ne? Da haben wir es hinter uns. Nee, keine Bange. Wir machen Philosophie für den Alltag, für den Hausgebrauch. Es kommt ja nur darauf an, dass man die richtigen Fragen stellt. Wenn wir uns zum Beispiel in die Hose gemacht haben, dann sollte unsere erste Frage vielleicht nicht lauten, was ist der Sinn? Sondern doch besser, was ist der Grund? Ein Virus? Liebe Gewohnheit? Die Wahl der Restaurantkette? Nicht das bringt uns in dem Moment weiter. Kant sagt es, Philosophie sagt er, das sind im Grunde drei Fragen. Was kann ich wissen, was kann ich glauben, was soll ich tun? Und Wissen sind im Wesentlichen die Gesetzmäßigkeiten von Ursache und Wirkung. Nicht Kausalität. Ja. Das ist die häufigste Fehlerquelle, falsche Kausalverknüpfungen. Erinnern Sie sich noch an Reagan, den Ex-US-Präsidenten, der mit den Kehllappen? Im Durchzug sah er doch immer aus wie ein Leguan. Und der wollte doch mal den Sexualkundeunterricht abschaffen mit der Begründung, wenn die Kinder lernen, wie es geht, werden sie später wahllos rummachen. Ja, das ist völlig bescheuert. Ich hatte zum Beispiel in der Schule Mathematik. Ja. Viele Politiker haben Schwierigkeiten mit diesem Kausalverknüpfung, nicht? Schröder. Schröder, wie oft hat er jetzt mit Rücktritt gedroht? Man weiß es nicht. Man kann doch nur mit etwas drohen, was den Leuten Angst macht. Ne? Das wäre doch fast so, als wenn ich in eine Bank komme und sage, Geld her oder ich gebe einen aus. Ne? Oder auch hier diese Urlaubsgeschichte. Ne? Italiener haben uns beleidigt. Schröder, das werdet ihr büßen. Ist er nicht in Urlaub hingefahren? Ist er in Hannover geblieben? Wow! Ein Hammer, wa? Was hätte Bush gemacht? Ne? Bush hätte gesagt, was? Was war das? Passt mal auf, Kinder, wir kommen alle. Ja. So. Ja. Viele Witze arbeiten mit diesem Prinzip der fehlerhaften Kausalverknüpfung. Hier dieser Klassiker, kennen Sie bestimmt. Vater geht mit seinem kleinen Söhnchen spazieren. Auf der Straße sehen sie zwei Hunde kopulieren. Kopulieren? Nee, ich möchte lieber sicherstellen, dass es bekannt ist, weil es kann ja sein, dass Sie denken, kopulieren, das ist aber ein hübsches Wort. Ich kenne es nicht, aber es gefällt mir. Ich gedenke es zu verwenden. Nee, dann gehen Sie heute Abend noch raus, lernen jemanden kennen und sagen, mögen Sie kopulieren? So, die kennt es auch nicht und sagt, ja, aber nur